Zwischen Menschen, die mich nicht gesehen haben und Träumen, die ihnen zu groß waren. Ich habe mich immer gefragt, ob mit mir etwas nicht stimmt. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in die Zeit? Es geht um meine Schulzeit sozusagen und um eine Zeit, die mir selbst eigentlich nicht leicht gefallen ist. So, ich bin nicht die, die sagt, Schulzeit war die schönste Zeit. Ich habe mich eigentlich immer fehl am Platz gefühlt. Ich habe immer die Minuten gezählt, bis es zu Ende war. So, ich kann mich noch genau erinnern, so erste Tag nach den Sommerferien und ich saß da und es hatte gerade Chemie und es war so, glaube ich, das geht jetzt noch ein ganzes Jahr. So, das war so mein Abschlussjahr und da, ich wusste da schon, ich habe schon den ganzen Sommer lang Songs geschrieben und ich wusste irgendwie genau, was ich nach der Schule auch machen will. So, ne? Und dann da wieder zurückzugehen in eine Klasse, die auch nicht immer einfach war, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also der Großteil waren Mädchen und es waren, glaube ich, nur so 4, 5 Jungs. So. Und es war natürlich auch immer ein großer Konkurrenzkampf. So. Ich hatte immer schon immer so meine eigene Meinung. Ich war auch, würde ich sagen, so ein bisschen rebellischer in der Schule. Das würde man, glaube ich, gar nicht so denken bei mir. Hatte immer so 1, 2 Freundinnen, mit denen ich irgendwie eng war in meiner Klasse. Aber ich hatte tatsächlich die meisten Freunde in meiner Parallelklasse. Aber eine, die mich sozusagen durch die Schulzeit gerettet hat, war eine Freundin von mir, die ich auch in einem Song in der 2. Strophe besinge. Ich nenne sie immer das Mädchen mit den Sommersprossen. ich habe schon viele Texte über sie geschrieben und die hat mit mir alles durchlebt sozusagen. Das Krasse war eigentlich oder ist noch immer, dass wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Es war wirklich so. Also wir waren immer wie schwarz und weiß. Wir waren, keine Ahnung, wir waren immer füreinander da. Und es gibt bis heute auf dieser Welt keinen Mensch, der unterschiedlicher als ich sein könnte. Und das ist so ein bisschen dieses, so wie bei Barbie, Prinzessin und das Dorfmädchen mäßig, aber wir sind halt, noch immer, sie ist die einzige Person eigentlich, mit der ich noch Kontakt habe. Und wir haben alles Verrückte miteinander durchgemacht und jedes Tief gemeinsam irgendwie so durchlebt und uns sozusagen so ein bisschen durchgerettet durch die Zeit. So. Ich finde, Schule kann nicht, muss und kann nicht immer ein schöner Ort sein. Aber ich glaube, manchmal, das wird jetzt vielleicht ein bisschen politisch so, aber ich glaube, manchmal wird es dem System nicht schlecht tun, dass Lehrer öfter double gecheckt werden, ob sie wirklich für den Beruf gemacht sind oder nicht, weil ich das nicht nur einmal und auch nicht nur in meinem Fall miterlebt habe, dass Lehrer auch sehr, sehr undiplomatisch zu Schülern sein können und wirklich nachhaltig auch so deren Selbstvertrauen zerstören können. So, ich habe das nicht nur einmal miterlebt, dass Lehrer Schüler gemobbt haben. So. Und ich finde gerade so in so einer Zeit, die so prägend ist für Kinder, für Jugendliche, ist es so wichtig, dass da Menschen sind, die einfach das lieben, was sie machen und die einfach auf Kinder eingehen, die da sind und die nicht ihre gebrochenen Egos irgendwie an den Kindern ausleben. So. Mhm. Das ist sehr politisch geworden, aber das ist mir irgendwie einfach wichtig, weil ich glaube, dass ich, wenn manche Lehrer irgendwie mit ihrem Leben glücklicher gewesen wären oder lieber ihren Job ausgeübt hätten, dass sie vielleicht einfach viel mehr den Kindern mit hätten geben können. So. Mhm. Und 12 Jahre ist sozusagen auch so ein bisschen über die Zeit und darüber, dass ich oft kurz davor war abzubrechen, kurz davor war alles hinzuschmeißen so, und zu sagen, ich habe gar keinen Bock mehr. Und nicht, weil ich schlecht war in der Schule, aber weil es für mich einfach so ein unangenehmer Ort manchmal war. So. Mhm. Und ich hatte auch viele schöne Momente, so soll es gar nicht sein, aber manchmal hätte ich mich gerne selbst in den Arm genommen und gesagt so, das wird alles so. Mhm. Und egal, ob die jetzt, also
ob du jetzt belächelt wirst, weil ich wollte ja immer schon Musik machen. Und natürlich, die haben alle gesagt, ey, what? So, deswegen auch dieser Satz, Träume, die für die Menschen zu groß waren. So. Mhm. Ich musste immer irgendwie mich natürlich dann noch beweisen, so, aber am Ende bin ich sehr glücklich, dass ich das alles so durchgedrückt habe und überlebt habe und ja, mit meinem Mädchen mit den Sommersprossen gemeinsam so durch die Jahre gegangen bin. Ja. Der Song ist ja irgendwie auch, ne, so ein Message an dein jüngeres Ich. Mhm. Du singst ja auch Alles wird gut, so als Nachricht. Was hättest du deinem jüngeren Ich gerne noch mitgegeben? Ich glaube so, auf jeden Fall dieses, ey, alles wird gut, alles ist cool und vor allem, alles geht vorbei so. Und es ist alles für was gut so. Ich finde so diesen Satz, ja, das schadet dir nicht, so, das, boah, da bekomme ich eine innerliche, richtige Unruhe, wenn ich sowas höre so. Aber es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin so. Und ich glaube, ich hätte auch noch zu mir gesagt, ey, alles kommt alles zu seiner Zeit so, ne? Und dass ich mir Zeit lassen kann und dass ich geduldig sein darf auch so, auch wenn ich das bis heute hasse so, aber dass sowieso alles zur richtigen Zeit kommt und geht. Genau. Mhm. Ich finde auch, dass dieser Satz, alles geht vorüber, ne, der hat so viel Wahres, weil in dem Moment fühlt sich das manchmal nicht so an. Ja. Und ich denke auch besonders in so jungen Jahren, ne, das sind Erfahrungen, die einen sehr, sehr stark prägen. Mhm. Im Schlechten sowie im Positiven. Ne? Also genau wie du gesagt hast, es gibt diese Erfahrungen, aber genauso gibt es natürlich auch die schönen Erfahrungen. Ja. Und es ist ja auch gar nicht so, es klingt jetzt so, als wäre jeder Tag für mich die Hölle gewesen. Ich meine, im gewissen Maß war es das auch so, aber es war halt auch einfach so, dass man in so einer Struktur war. So, ne? Man war da gefangen. Da musste man einfach mit 25 Menschen in einem Raum sein, 5 Tage die Woche, mindestens 6 Stunden lang, manchmal 12 Stunden lang und du kannst dir nicht aussuchen, mit welchen Menschen du da zu tun hast. Du wirst quasi der Situation ausgesetzt. Das gibt es ja dann später im echten Leben auch nochmal. Also im echten Leben, im Leben nach der Schule, so im Arbeitsleben oder so. Aber ich glaube, das ist jetzt so einer der größten Luxusse, die ich jetzt auch so ein bisschen habe oder etwas, wofür ich dankbar bin, dass ich mir mein Umfeld selbst aussuchen darf. So. Mhm. Und seitdem bin ich ein sehr, sehr glücklicher und zufriedener Mensch. So. Und ich habe sehr, ja, ich bin einfach nochmal krasser bei mir selbst. Es ist so krass, wenn ich das alles erzähle. Ich denke die ganze Zeit dran, was die ganzen, meine ganzen Klassenkameradinnen sich denken, wenn die das vielleicht anhören. So. Ich weiß nicht, ob die das so mitbekommen haben damals, aber ich war schon irgendwie nicht so easy. Ich muss aber auch sagen, ich war halt immer sehr, ich habe das nicht gezeigt, dass mir das nahe gegangen ist. So. Mhm. Ich habe das immer so für mich irgendwie. Ich war immer stark, ich bin immer stark geblieben so und ich hatte immer meine Meinung und es war aber dann trotzdem halt so, dass natürlich so eine große Gruppe von Menschen stärker ist als man alleine so. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut gemeistert und auch mit einem kleinen Augenzwinkern immer und habe so, glaube ich, das Beste für mich rausgeholt. Ich denke aber trotzdem ab und zu noch gerne zurück, vor allem wenn man dann so Dinge geschafft hat, an denen halt irgendwie keiner ausgegangen wäre. So. Mhm. Und ja, ich merke so, dass es echt noch so ein Brocken in mir ist, so der noch so im Schlimmer hat. Der dich halt geprägt hat. Ja, auf jeden Fall. Und aber ey, an alle, die da draußen sind und noch in der Schule sind und noch zweifeln, ob sie es durchdrücken sollen. Ich wollte eine Klasse, bevor ich mein Abi hatte, wollte ich abbrechen. So. Und da gab es so eine italienische Lehrerin, die hat uns allen das Leben zur Hölle gemacht. Die hat uns gesagt, ey, wenn ihr das nicht macht, dann ich gebe euch eine Fetzen und da. Und hat alles so auf den Tisch geknallt und war halt eindeutig einfach keine gute Pädagogin. So, ey. Und die Leute sind danach heulend aus der Klasse rausgegangen. Es war echt ein Psychoterror eigentlich so. Und danach war sie aber auch wieder eigentlich eine gute, sie war halt fachlich super, aber halt einfach so pädagogisch nicht so gut. Und dann habe ich mir aber gedacht, ey, ganz ehrlich so, ich habe jetzt
11/12 habe ich durchgebissen. So. Wenn ich jetzt aufgebe, ey, dann war alles davor umsonst. Und dann habe ich mir halt so eine krasse Motivation genommen und so gesagt, ey, das Jahr geht es auch noch so. Und es gibt immer Menschen trotzdem, auch wenn es nur eine Person ist, wenn es ein Lehrer ist, dem man vertraut, wenn es eine Person aus der Klasse, aus der Parallelklasse ist, irgendjemand drückt dich schon durch, nimmt dich mit, zieht dich mit an der Hand. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man da nicht aufgibt. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, aber so in einem Satz, was würdest du jetzt aus dem Standpunkt, wo du jetzt stehst, aus der Perspektive, was würdest du ja der jüngeren Generation, aber vielleicht auch der älteren Generation, die noch große Träume haben, mitgeben? Ich glaube, der älteren Generation, also Eltern, Lehrern, Menschen, die irgendwie in einem Schulumfeld sind, denen würde ich einfach sagen, so, ey, macht die Augen auf so und steht für die Leute ein, so, wenn ihr merkt, dass da irgendjemand gemobbt wird oder dass irgendwas passiert. Ich finde es so wichtig, dass man diese Menschen nicht alleine lässt, weil ich war auch mal in der Situation, so, wenn, als ich so 12 war, klar, ich wurde krass gemobbt in der Schule, ey, das war gerade so die Anfangszeit von Facebook, das war Cybermobbing, ey, keiner hat was gesagt, die Lehrer haben das mitbekommen, und ey, es ist nichts passiert. Und das ist halt so eine, das finde ich halt so krass, weil ich habe in dem Moment so gemerkt, ey, ich hatte dann eine Freundin, das war noch die Schule vor der Schule, von der ich gerade gesprochen habe. Und ich hatte eine Freundin und die ist zu mir gestanden so. Und der Rest, klar, jeder hat mitgemacht, damit man nicht der Nächste war, der halt irgendwie dann so in the pot ist so. Aber ich finde das so wichtig, dass man den Menschen, die irgendwie eher am äußeren Rand steht, weil man merkt, da passiert irgendwas zu Hause, so, dass man einfach Aufmerksamkeit ist. Es gab ja vor ein paar Jahren die Netflix-Serie 13 Reasons Why. Und da geht es ja um ein Mädchen, das Kassetten aufnimmt und quasi dann so sagt, ey, das sind die 13 Gründe, warum ich mich umgebracht habe. So, wo es ja auch um einen Schulkontext geht. Die ging zum Direktor und hat gesagt, ey, dass sie vergewaltigt wurde so. Und das wurde nicht ernst genommen so. Und ich habe gesagt so, jetzt muss eigentlich jeder Lehrer für mich sehen und ernst nehmen. Mhm. Klar war das auch sehr in Diskussion, ob das überhaupt irgendwie cool ist, dass man das ausstrahlt. Und klar wurde das auch kritisiert, so, weil es easy ist, sich rauszureden. Aber ich habe einfach gesagt, das ist die Realität auch teilweise in den Schulen. So. Und wenn sich jemand so fühlt, dann ist das auch wichtig. Deswegen, sorry, mein Ausholen. Aber es ist ein wichtiges Thema für mich irgendwie. Also für die älteren Menschen. Ey, guckt auf die Kinder, aufmerksam sein, da sein und Dinge ansprechen, wenn man merkt, okay, da passiert irgendwas so. Mhm. Und bei den jungen Menschen, ey, niemals Träume ausreden lassen, immer weiter träumen. Jeder kann alles schaffen. Ich bin der festen Überzeugung, das klingt wie ein Kalenderspruch, aber ey, diese Welt ist für alle gemacht und ich finde, das ist so wichtig, dass jeder so eigentlich an sich glauben muss. So. Also es gibt so viele Geschichten einfach, so die erzählen, dass Menschen, die von null gestartet haben irgendwie oder von null gestartet sind, so viel erreicht haben. Und ich finde, gerade in Ländern wie Deutschland oder Österreich oder wie in der Schweiz ist das möglich, weil jeder eigentlich dieselben Bildungsvoraussetzungen haben kann in der Theorie. So. Mhm. Deswegen, go for it. Ich glaube an euch. Es gibt eine Frau, die glaubt ganz, ganz stark an dich, an dein jüngeres Ich, an dein älteres Ich. Sie heißt Agnes Stemmel. Ah, Agnes. Und sie hat dir eine Nachricht hinterlassen, oh, die ich dir jetzt vorspielen werde. Hallo, meine liebe Bewell. Hier ist deine Lieblingstourmanagerin, Agnes. Ey, ich weiß noch ganz genau, wie wir uns kennengelernt haben. In Wien, in irgendeiner durchzechten Nacht mit viel, viel Weißwein und wir uns irgendwie angequatscht haben und Jahre später dann auf einmal miteinander auf Tour gefahren sind und ich freue mich total, diesen Weg mit dir zu gehen und immer irgendwie dir ein offenes Ohr zu schenken und ein offenes Ohr von dir zurückgeschenkt zu bekommen. Ich finde es unfassbar schön, dich auf den Bühnen zu sehen und ich finde es unfassbar toll, dass in deiner Musik
das kleine Mädchen in dir zu hören ist, dass du so selten, so wie ich auch, raushängen lässt, weil wir ja so starke und erwachsene Frauen sind. Ich hab dich ganz so lieb. Happy Release. Und feier heute mal richtig. Love you. Oh, wie schön.